So, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, wir haben unseren phänomenalen Otteranzug, unsere großartige Otterkapuze getestet beim letzten Mal. Da waren wir stehen geblieben. Das heißt, wir gehen eigentlich nochmal zurück zur Cosplayerin und holen uns da nochmal eine Mission. Müde bist du. Ich auch ein bisschen. Ich bin jetzt vorher noch... Ich hatte jetzt so eine Stunde, eineinhalb Stunden Pause quasi zwischen Videos machen und jetzt streamen. Und da war ich auf der Couch und hab ja was geguckt mit der Merlin, ich und die Merlin. Und da bin ich ein bisschen eingepennt. Aber so ist das manchmal. Gerade in der Winterzeit ist man da nicht ständig müde. Hi, Metatron. Ich habe mal gehört, dass Menschen grundsätzlich in ihren Genen die Veranlagung haben, zu Winterschlafen. Das ist zwar anscheinend nicht aktiv, aber scheinbar ist es in unseren Genen irgendwo noch verankert. Das glaube ich sofort. Ich könnte sofort Winterschlafen. Also, ich weiß nicht, ob ich es wirklich könnte. Wahrscheinlich würden Menschen sterben, aber ich fühle mich im Winter so, als sollte ich Winterschlafen. Lädst du die restlichen Videos von Death Stranding noch hoch? Ja, ja, die lade ich alle hoch, aber halt wirklich als eigene Let's Play-Reihe über mehrere Wochen verteilt und sowas. Das dauert dann schon noch ziemlich lange im Grunde, bis wir so weit sind, wie wir jetzt hier sind. Aber grundsätzlich lade ich auf jeden Fall alle hoch. Also außer es ist irgendwas gegen kaputt oder so. Aber wenn ich die Möglichkeit dazu habe, habe ich vor, auf jeden Fall alle hochzuladen. Ich bin ehrlich gesagt mit der Qualität der Videos auf YouTube nicht zufrieden von den Streams. Die sind irgendwie zu pixelig, so einfach nicht schön. Würde ich da gerne, aber gleichzeitig aufnehmen und streamen mit meinem Laptop wird eng von der Leistung her. Da weiß ich auch nicht, ob das besser ist. Naja. Das voller Thüringen-Video ist in deinem Freundeskreis gut angekommen. Cool. Das freut mich. Ist auch ein cooles Video gewesen. Auch witzig und interessant. Vor allem so gut durchdacht. Das fand ich echt cool. Mir geht's ganz gut. Danke. Grüner, heißer Kaffee. Ich trinke heute wieder Wein. Ich glaube, ich mache das zur Tradition, dass ich beim Stream Wein trinke. Ich finde das gut. Hallo, Desert Dragon. Hallo. Wie geht's? So, jetzt passen wir mal auf Lieferung. Anti-Aging-Creme zur Künstlerin. Oder Lieferung von Qualitätsunterhosen. Ich würde sagen, die Künstlerin altert noch lange, aber Qualitätsunterhosen brauchen die im Verteilerzentrum jetzt. Unbedingt. Die können nicht mehr auf ihre Qualitätsunterhosen warten. Aber die verlorene Fracht, die alten Medien für den Filmregisseur, die gebe ich hier, glaube ich, mal ab. Die nehme ich jetzt nicht mit. Beim Regisseur schauen wir, glaube ich, nicht vorbei. Habe ich jetzt. Das ist ein zu großer Umweg. Verlorene Fracht liefern. Nicht die Qualitätsunterhosen. Die alten Medien. Bitteschön. So, und ich habe noch einen Speicherchip gefunden, was eigentlich egal ist. Die sammle ich alle in meinem anderen Safe-Game, aber gut. Wow, danke. Das war echt nett von dir. So. Okay, haben wir noch einen Standard? Ach nee, das ist schon ein Standardauftrag. Ich glaube, wir müssen eh zurück, oder? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was wir jetzt machen. Wir fahren jetzt einfach mit dem Auto in das Verteilerzentrum und dann schauen wir mal weiter. Oh, das ist so cool, wenn er so leicht bepackt ist und dann noch die Sprintbeine dazu.
Es ist schon, das ist so cool. Es fühlt sich einfach so toll an, dieses Spiel. Und es macht so einen gigantischen Unterschied. Ich hoffe wirklich, 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 dass ich von dem Körpergefühl für die Figur viele Spieleentwickler was abschauen werden. Weil so gut war das wirklich mit Abstand noch nie. Und das macht einfach wahnsinnig Spaß, den einfach nur zu bewegen. Das ist echt toll. Ich bin immer wieder fasziniert davon. Es wird nicht alt. Also irgendwann bestimmt. Aber jetzt noch nicht. So, jetzt schauen wir mal, dass wir unser Auto hier wieder irgendwie runter an den Strand kriegen. Damit es einigermaßen fahren kann. Es ist immer, als würde das Auto Energie anstauen, wenn man so einem Felsen hängen bleibt, aber trotzdem beschleunigt und dann runterspringt, dann boostet das Auto auf einmal immer voll nach vorne, als würde es die nach vorne Energie konservieren, während es so an dem Felsen hängt und dann plötzlich so losboosten. Da kann man es dann immer überhaupt nicht kontrollieren, deswegen rase ich da immer Vollgas gegen irgendwelche Dinger. Das fand ich schon immer sehr komisch. Okay, aber wir haben es geschafft. Wir sind am Strand. Hier hat sich sogar schon ein Weg etabliert. Das ist gut. Dann fahren wir noch ein Stück. Mal schauen, ob der 8 reicht. Aber ich glaube schon. Wenn man durchs Wasser fährt, verbrauchen Fahrzeuge immer extrem viel. Egal ob Mopeds oder Autos, das Wasserfahren ist immer problematisch. Ich glaube, wir schaffen es doch nicht mehr mit dem Haken von dem Truck. Naja, müssen wir die letzten paar Meter alleine gehen, zu Fuß gehen. Es ärgert mich doch immer, dass er stehen bleiben muss. Ich meine, ich könnte ihn tanken, aber das ist es jetzt auf die kurze Strecke nicht wert. Ich habe ja auch kaum Gepäck dabei. Aber warte mal, da ist noch Gepäck im Truck. Was haben wir denn da drin eigentlich noch? Ach so, meine beiden Lastenschweber. Ja, okay. Die können wir auch so mitnehmen. Tschüss, Truck. Danke für deine Hilfe. Hey, kaum hören wir auf, mit dem Truck zu fahren, schon hört es auf zu regnen. Das kann kein Zufall sein. Der Truck ist in Wirklichkeit ein Regengenerator. Wir müssen unsere neuen Erkenntnisse der wissenschaftlichen Community mitteilen. Das wird alles verändern. Mit der extra Batterie, die wir beim letzten Mal noch auf unseren Rucksack gebaut haben, dürften unsere Beine jetzt auch wesentlich länger halten. Unsere Elektro-Hilfs-Sprintbeine. Okay, hier bitteschön, eure Qualitätsunterhosen. Ich hoffe, ich krieg eine davon als Blumen. Das hätte ich mir verdient, finde ich. Ist alles in Ordnung, Sam? Sieht so gut wie neu aus. Alle Achtung, wirklich. Ah, Langstreckentruck, das ist gut. Der hat jetzt ein paar extra Batterien an der Seite und hält deutlich länger als der bisherige. Also, pass auf dich auf. Pass du doch auf dich auf. Ich bin wirklich schon echt gespannt auf die Video Game Awards jetzt. Also, ich bin auch gespannt, wer die Preise gewinnt, weil das ist immerhin so ein internationales Komitee aus 1000 Ländern. Und auch wenn fast alle aus Großbritannien und den USA kommen, ist da wirklich aus fast jedem europäischen Land und Japan zumindest jemand vertreten oder mehrere Magazine vertreten. Mehrere Juroren. Insofern hat das schon irgendwie so einen offiziellen Flair, finde ich. Aber vor allem gibt es natürlich auf den Video Games Awards immer super viele Ankündigungen und Reveals und so weiter und so fort. Und das ist natürlich sehr interessant immer. Die Haftwaffe beschaffen sollen wir jetzt. Okay, gehen wir gegen Mules kämpfen. Die machen wir fertig. Bauen wir uns den Langstreckentruck.
Du besitzt bereits 4 Fahrzeuge. Wenn du ein neues herstellst, gehen ältere kaputt. Beziehungsweise werden Boten gespendet. Passt. Wo besitzen wir denn 4 Fahrzeuge? Naja, die stehen irgendwo alle ohne Tank rum, das stimmt schon. Okay. Die Haftwaffe verschießt ein anhaftendes Projektil. Waffe und Geschoss sind über einen Draht verbunden, der eingesetzt werden kann, um Ziele heranzuziehen. Ist auch sehr robust. Mehrere Dutzend Kilos sind kein Problem. Damit kannst du Fracht aus der Ferne in Sicherheit bringen. Und sie vielleicht einem Mule vor der Nase wegschnappen. Du bist ein kluges Kerlchen, also fallen dir sicher noch mehr Einsatzmöglichkeiten ein. Das hängt nur von deiner Kreativität ab. Ich habe mich ehrlich gesagt erschrocken, muss ich ganz ehrlich sagen, als ich mitbekommen habe, dass bei den Video Game Awards abgestimmt werden kann. Weil ich persönlich finde es immer blöd, wenn so offizielle Preise von den Leuten einfach abgestimmt werden können. Ich finde, das nimmt dem Ganzen so ein bisschen eine Professionalität halt einfach. Das sollte man, finde ich, immer so eine Publikumspreis oder sowas machen als extra Kategorie. Aber dass man irgendwie so im Internet abstimmen lässt, welches Spiel was gewinnt, finde ich doof. Vor allem ist die Regelung, dass jeder alle 24 Stunden einmal abstimmen darf. Man kann also voll Abstimmungen spammen, wenn man will. Also total bescheuert. Aber dann habe ich mal nachgelesen und ich finde wirklich zum Glück, weil alles andere fände ich total albern, macht das 10% aus. Im Grunde hat die Community, die Menschen, die da abstimmen, haben 10% Mitspracherecht für die Spiele. 90% machen die Juroren aus. Juroren. Die reichen Juroren. Das ist gar kein so leichtes Wort. Und das finde ich ehrlich gesagt besser. Also ich meine, der Publikumspreis, die Abstimmung ist offensichtlich Augenwischerei und eher Werbung. Weil die 10% machen halt in Wirklichkeit gar nichts aus. Aber ich fände es doof, wenn es wirklich abgestimmt werden könnte, welche Spiele da gewinnen. Da bin ich kein Fan davon. Wie gesagt, das ist mir lieber, wenn das die Profis machen. Wobei da halt auch Leute teilweise natürlich dabei sind, wo ich mir denke, so naja. Aber gut. Das war wahrscheinlich das Schockierendste. Wisst ihr, wer für Deutschland drin sitzt? Neben PC Games und noch 2 anderen ganz großen Magazinen sitzt da die Bild. Da sitzt ein Juror von der Bild, von der Bild-Zeitung bei den Video Game Awards. Weil wenn ich an Videospiele denke, dann denke ich an Bild. Wow. Auftrag zugewiesen. Ja, aber ich meine, die haben ja diese Computerspiel-Bild und wahrscheinlich verkauft sich das Ding wirklich gut. Bei Menschen, die sich nicht wirklich für Videospiele interessieren, zumindest wahrscheinlich. Und wahrscheinlich gehen die halt einfach nach Auflagezahlen oder sowas. Ich meine, das ist ein Amerikaner, der das organisiert und aufgebaut hat. Der kennt halt die englischsprachigen Magazine. Deswegen sind da auch alle englischsprachigen und amerikanischen und englischen, also UK-Magazine drin. Aber alles andere ist für den halt, das guckt er halt auf die Verkaufszahlen von den Verlagen und fertig. Schätze ich jetzt mal. Ich meine, was wüsste ich zum Beispiel genauso wenig über Italien oder Frankreich, was da für seriöser Videospieljournalismus herrscht oder interiöser, unseriöser. Da würde ich mich auch eher auf die Zahlen verlassen müssen, wahrscheinlich, ist eh klar. Okay, jetzt lasst uns mal hier reinfahren. Genau, ich habe es mir auch gedacht. Die Haftwaffe verschießt haftende Projektile. Wer hätte das gedacht? Dann fahren wir von dort. Nee, den alten lassen wir aus. Dann fahren wir erstmal wieder zurück hierher. Und dann können wir den Highway nehmen. Und fahren über den Highway bis hier. Von hier zum Ingenieur. Und vom Ingenieur zurück. Halt! Stopp! Eine angenehme Reise. Kommando zurück. Wenn ich da jetzt gegen die Kerle kämpfen gehe, dann brauche ich Waffen. Die Computerspiele gibt es, glaube ich, nicht mehr. Aber die haben bestimmt noch ein Online-Portal oder so, oder? Ich weiß es nicht. Verzeihung, aber für mich ist die Bild keine Zeitung. Die Bezeichnung Zeitung haben sie nicht verdient. Ja, ich meine, technisch gesehen sieht sie aus wie eine Zeitung und ist auf dieses billige Papier gedruckt mit schwarzer Tinte. Insofern, also so die
Kriterien, die kategorischen, erfüllen sie schon. Über die inhaltliche Qualität kann man natürlich streiten. Was wollte ich denn machen? Ich wollte natürlich Ausrüstung herstellen. Okay, ich habe noch nicht sehr viel, aber ich baue mir noch eine Bola-Gun und zwei Schockgranaten. Zwei Schockbomben. Die ehrlich gesagt nicht besonders gut sind. Aber okay. Ein Boulevardblatt ist das, mehr nicht. Ja, dem würde ich theoretisch schon zustimmen, das stimmt. Finde ich auch. Naja, wie sagen es die Ärzte so passend in Lass sie reden, glaube ich, heißt das auch, oder? Über die Bild-Zeitung und die besteht nun mal, wer wüsste das nicht, aus Angst, Hass, Titten und Wetterbericht. Und das trifft sehr gut. Na komm schon, das schaffen wir. Okay. Wo zur Hölle bin ich? Ich fahre komplett falsch. Gut. Die Brücke sah so verlockend aus. Ich habe mir gedacht, da ist ein Hauch von Zivilisation, da müssen wir lang, aber das stimmt überhaupt nicht. Ich fürchte, wir müssen irgendwie den Berg hoch oder so. Ich weiß nicht, ob wir da mit unserem Auto überhaupt hinkommen, wo wir hin müssen. Ah, das ist aber... Okay, die Straße führt interessant. Führt mit interessanten Fahrten lang. Ja, komm schon! Okay, bremsen, bremsen, bremsen. Ja, das ist immer das. Das geht das. Ich guck, das war jetzt, ich habe voll auf die Bremse gedrückt. Das passiert immer, wenn man so lange versucht, über einen Felsen zu hoppeln. Und jetzt haben wir ein Problem. Okay. Ja, beinahe. Zum Glück fährt das Auto wirklich auch so seine Reifen aus. Also das hat so ein Gestänge, so ein... Das fährt nach oben aus, irgendwie. Wie soll ich das beschreiben? Das hebt sich, wenn man durchs Wasser fährt. Ansonsten wäre das jetzt gerade sehr problematisch gewesen, wenn man durchs Wasser fährt. Hier sieht man es. Hydraulische Hochfahrreifen hat das. Okay. Ja, Gott sei Dank. Moment mal, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Wir müssen da hinten hin. Ich fahre schon wieder dem nächsten Wegpunkt nach. Ich sollte nicht immer so viele Wegpunkte gleichzeitig machen. Das verwirrt mich dann immer. Ich fahre wirklich ganz falsch. Okay, wisst ihr was? Ich lösche alle Wegpunkte. So. Und jetzt fahre ich einfach nur den einen Wegpunkt nach, den ich jetzt gesetzt habe. Oh nein, müssen wir da echt über den Berg? Na, ich weiß, wie wir fahren, aber den ganzen Weg bisher hätten wir uns quasi sparen können. Danke. Danke, Spiel. Das Spiel kann überhaupt nichts dafür und ich weiß es ganz genau. Ja! Nein! Ah. Ich muss bei SDT immer an STD denken, was in den USA im englischen Sprachraum die Abkürzung für eine Geschlechtskrankheit ist. STD Bridges. Ich meine, wir haben jetzt einen ziemlich coolen... Wie heißt das, verdammt? Wie heißt das, wenn Autos so bouncen können? Lowrider. Nee, da gibt es einen Namen dafür. Aber ich glaube, er steckt fest. Okay.
Naja. Für was habe ich denn meine Lastenschweber? Kann ich das auf meinen Rücken laden alles? Nee. Okay. Für was habe ich denn meine Lastenschweber? Über den Berg wären wir eh nicht gekommen. Wisst ihr was? Das ist gut, dass das passiert ist. Das ist eigentlich genau, wie ich es geplant habe. Weil jetzt können wir zu Fuß direkt über die Berge gehen und müssen keinen riesigen Umweg fahren. Das wäre total blöd gewesen, wenn das jetzt mit dem Auto funktioniert hätte. Zum Glück haben wir uns das jetzt gespart. Verdammt, jetzt... Nein, was machst du denn? Du sollst ihn bitte... Genau, das sollst du bitte machen. Den da auch. Okay. Jetzt kommt mit, meine schwebenden Freunde. Lasst uns das Gebirge erklimmen. Ah, und los. Wartet mal ganz kurz. Ich habe versehentlich eine Fracht genommen und mir auf dem Rücken gepackt, die alten Bücher. Die kommen wieder auf einen der Schweber. Aber auf dem Schweber ist, glaube ich... Nee, die Bola-Gun habe ich hier. Und Granaten in der Granatentasche. Ich habe noch einen Blutbeutel. Okay, los geht's. Ich hoffe, wir haben uns gemerkt, wo wir parken. Habe ich eigentlich Leitern? Ich habe ein paar Leitern hergestellt, ne? Bin mir nicht sicher, ob die hoch genug sind für hier. Das ist schon sehr steil. Ah, könnte reichen. Ich glaube, das wirkt sich aus. Das ist immer ein bisschen knifflig mit den Schwebeboxen, so eine Leiter, aber meistens springen die da rein wie in so eine Schiene und dann geht's. Nein, oder das Seil reißt, weil sie zu schwer sind. Der Draht ist gerissen. Der Draht ist gerissen. Na wunderbar. Versuchen wir es nochmal. Wie gesagt, manchmal habe ich schon erlebt, dass es funktioniert. Manchmal aber eben leider auch nicht. Vielleicht, wenn die Leiter zu steil ist, geht's nicht. Ich bin mir nicht sicher. Jetzt gerade geht's gar nicht, oder? Ist der Winkel der Leiter zu steil, können Lastenschweber die nicht erklimmen. Ja, da steht ihr als Tooltip. Ah, was machen wir denn? Okay, ich habe einen Plan. Du wartest hier. Ich komme gleich wieder. Da hoch, Sam? Ja, das schaffen wir. Nein, jetzt mach keinen Blödsinn hier. Okay, gut. So. Jetzt passt auf. Das ist jetzt ein bisschen umständlich, aber es hilft nichts. Habe ich mir selbst eingebracht. Die alten Bücher, das da und das da. Kommt auf den Schweber. Und Schweber, ich hoffe, du rollst jetzt nicht rückwärts den Berg runter und wir sehen dich nie wieder. Okay, gut, der steht da. Jetzt holen wir den anderen. Okay. Nein, warte. Ich war zu voreilig. Ach, komm schon. Ohne Witz jetzt. Lass den Schweber, den brauche ich da oben noch. Komm mit. Oh Gott. Großartig. So. Ich habe zwar früher auch viel GTA gespielt, aber nie so. Ich glaube, ich habe es schon 100 Mal erzählt, oder? Aber nie so, wie das vorgesehen war. Oder ich habe zumindest nur so viel Stories gespielt, wie unbedingt notwendig war, damit ich endlich einfach Blödsinn machen konnte. Ganz viel gecheatet, ständig mit dem Panzer rumgefahren.
Die Todesschaukel in GTA 4, glaube ich, war das absolut Beste. Ich habe das halt einfach als absoluten Blödelsandkasten benutzt. In GTA 5 war für mich das mit Abstand das Beste, wenn ich es geschafft habe, dass ich Passanten gegeneinander aufhetze. Und wenn dann auf einmal Prügeleien und Schießereien mitten auf der Straße zwischen Passanten losgehen und plötzlich ganze Kriege ausbrechen und irgendwie dann die Polizei kommt und Krankenwagen und jeder überfährt jeden und überall nur noch Chaos. Das war cool. Das ist die Stärke von GTA 5, finde ich. Die Simulation der Welt und der NPCs und wie alles miteinander interagiert. Das hat mir am meisten Spaß gemacht. Aber das Spiel an sich, das Gameplay an sich, hat mir bei GTA nie gefallen. Ich meine, das Autofahren ist ganz gut gemacht, aber das Rumlaufen und Schießen, ich finde, das war in GTA 5 eigentlich zum ersten Mal spielerisch gut. Davor war es eigentlich ziemlich schrottig immer. Aber die Welt war halt immer super faszinierend. Ich glaube, hier oben war auch noch niemand, oder? Ne, weit und breit. Nichts. Aber ich spüre, glaube ich, einen leichten Seitenwind. Ich bin hier. Doch. Doch. Wind von rechts. Ja doch. Weiterschlag. Rennspiele fand ich Need for Speed besser und Shooter gab es auch bessere. Ja, das stimmt. Also ich glaube wirklich, dass es in jedem Gameplay-Element auf jeden Fall immer nur so gut bis durchschnittlich war. Nie super. Aber die Kombination hat es halt gemacht. Und eben die große Welt, die Welten, die simulierte Welt, das hat halt die GTA schon immer begeistert. So, da unten ist das Lager. Da hinten ist der Techniker, glaube ich. Nee, der Techniker ist das nicht. Das ist der Online-Bunker. Nee, Quatsch. Der Schrotthändler und der Filmregisseur sind da hinten, genau. Und da müssen wir runter. Reiß dich zusammen. Okay. Das läuft ja fantastisch heute. Ja, ich finde auch, wie gesagt, in GTA 5 macht mir auch das das Autofahren echt Spaß. Ich habe ja GTA Online auch lange gespielt. Und gerade eben die Rennkurse und die Flugzeugkurse, die von der Community selber gebaut wurden, waren teilweise wirklich super gut und das hat echt Spaß gemacht. Also das war echt super. Oder ist immer noch super. Das ist aber auch eben, wie gesagt, GTA 5 finde ich, glaube ich, das erste Mal, dass die ganzen Mechaniken in dem Spiel tatsächlich gut waren. Davor war es halt eigentlich eher, passt schon, es kann alles ein bisschen, nichts besonders gut, aber das muss es auch nicht. Also für mich zumindest. Aber ich glaube, das kann man schon so ungefähr sagen. Aber auf jeden Fall faszinierende Spielreihe. So. Zum 100. Mal lege ich jetzt... Ey, die Kisten sind so kaputt, wenn ich mit denen ankomme. Ich hätte einfach nicht die andere Mission auch noch annehmen sollen, aber ich dachte mir, na, wenn ich schon auf dem Weg bin, ne, kann man ja. Na super. Ja, das stimmt. Mich hat halt die Story nie so interessiert, weil mich so Gangster-Stories nie interessieren. Also, und ich finde, ist auch nicht mein Humor in GTA. Aber für viele war ja doch irgendwie gerade die Inszenierung und die Charaktere und eben diese Welt das Besondere. Aber, oder das was super Spannendes und Faszinierendes. Aber das war nie was für mich. Aber das stimmt. Das ist bestimmt ein wichtiger Punkt auch für den Erfolg der Reihe. Hindernis entdeckt. Ja, welches Hindernis denn? Ich oder was hindert dich denn? Ah, hier. So, ich bin jetzt gespannt, wie sich jetzt meine Boxen verhalten. Aber im schlimmsten Fall fallen die einfach ganz tief runter und ich kann dann alles wieder aufheben. Hoffentlich nicht komplett kaputt.
Läuft doch ganz gut. Ich glaube nur, das Seil reicht nicht. Ich werde irgendwo mittendrin hängen bleiben. Hoffentlich nicht abstürzen dann. Ich habe mir, glaube ich, die denkbar schlechteste Route im Universum ausgesucht. Aber ich wollte halt ein bisschen Weg sparen und das habe ich jetzt davon. Okay, genau. Wir bleiben so stehen. Wir bleiben so stehen und fallen nicht runter. Wir haben jetzt hier nochmal irgendwo einen Kletterhaken rein. Ohne, dass wir sterben deswegen. Es geht leider wieder nirgends. Kann man, das ist auch schwer, den massiven Stein zu hauen. Ich verstehe schon. Ah, hier war eine Stelle. Da geht's. Hier genau im Übergangspunkt zwischen den beiden Steinen ging's gerade. Jetzt wieder nicht mehr.